Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zur nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 2017. So, in dieser Folge werden wir einmal mit dem Zug ein bisschen was verkaufen. Ich habe nämlich gerade gesehen, oder eher gesagt, die Zeit ein bisschen spulen lassen. Und wir haben ja aktuell einen sehr, sehr guten Preis für Sojabohnen. Und den werden wir mal nutzen, 2700 Euro, das ist ein super Preis für Sojabohnen. Und den müssen wir unbedingt nutzen. Deswegen werden wir heute mal die Sojabohnen raushauen, die wir haben. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Deswegen einmal jetzt in den Zug steigen gleich, wenn wir noch die Gerste wegbringen. Können wir vielleicht schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen woanders... Könnten wir vielleicht noch ein bisschen die Gerste verkaufen. 1700. Mal ganz kurz schauen, wie sich da der Preis entwickelt, ob er vielleicht nach oben geht. Der geht gerade nach unten, aber er bleibt da relativ konstant. Beim Weizen können wir überlegen. Beim Weizen kann man noch ein bisschen kurz warten. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Weizen mitnehmen. Wird sich jetzt nicht mehr so stark entwickeln. Vielleicht warten wir noch, bis er auf 300 ist und dann sollte das passen. Mal kurz gucken. Ja, er geht auf jeden Fall auf die 300 hoch. So, einmal hier hin. Mal ganz kurz gucken. 2,8 bleibt er. Okay. So, wir haben jetzt aktuell die Lage. Es geht noch ein bisschen leicht hoch. Hier bleibt es konstant aktuell. Das geht aktuell nicht weiter nach oben. Das sinkt, das bleibt. Gut, dann werden wir jetzt losfahren. Wir hauen die Sojabohnen raus und die... Sojabohnen und das Weizen. Hier ist nicht mein Zug. Oh, jetzt muss ich das noch schnell umstellen. Zack, zack. In den Zug wechseln. Zack. Wo ist denn der Zug? Der ist noch hinten. Okay, dann holen wir den mal her. Fahren wir mal schnell, weil ich weiß nicht, wie die Preise sich so entwickeln. Ich liebe diese Hupe einfach. Ne, mal schauen, muss ich ja noch ein bisschen gut entwickeln, der Preis, hoffe ich. Wir werden jetzt auf jeden Fall einiges mal verkaufen. Ich hoffe, dass wir dadurch die Million voll bekommen. Mal schauen. Mal so langsam runterbremsen. Rollen lassen. Und dann jetzt auf der Kurve runterbremsen auf 40. Und dann ganz entspannt rollen lassen. So, einmal ganz entspannt reinfahren hier. So, und damit kann in den ersten einmal die Sojabohne rein. So, zack. Ne, wir tun erstmal das Weizen komplett auffüllen. Der Weizen muss weg. Komm, geh rein. Verkaufen wir das mal alles ein bisschen. So. Geh rein, Weizen. Haben wir viel Weizen. Ist mir ernsthaft, wie viel Weizen haben wir denn? Wir haben noch ein bisschen was. Aber es geht nicht automatisch auch schon in die anderen rein, oder? Nee, gut.
Wie viel passt denn da rein? Alter, da dauert das Befüllen schon ewig. So, einmal da rein, das Weizen. Also da irgendwie haben wir doch ein bisschen viel Weizen da drin. Fällt mir gerade so auf. Viel Weizen. Seit wann haben wir da so viel Weizen drin? Das sind jetzt auch schon 1,5 Millionen, oder? Sojabohnen haben wir da auch noch drin. Also das ist schon noch einiges, was da drin ist, oder? Also irgendwie. Okay. Ach, da hinten haben wir auch noch einen Teil. Und da kommen dann die Sojabohnen rein, oder? Hoffe ich. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal einen Zug komplett voll mit Weizen. So, hinten kommt auch noch Weizen rein. Vor allem der Zug wird nicht mal voll. Wir füllen hier gerade einen kompletten Zug mit Weizen voll. Und es passiert halt einfach mal nichts. So, gut. Füllen wir halt mal den kompletten Zug auf mit Weizen. Auch gut. Auch definitiv sehr, sehr gut. Dass wir so viel da drin haben. Überrascht mich gerade. Seit 2,5 Millionen haben wir da aktuell drin. Wir füllen wir halt mal. So. Schauen wir mal, wie viel wir dann dafür bekommen. Und wie im Keller dann der Preis dafür sein wird. Wir kommen da, glaube ich, gerade mit 3 Millionen angefahren gleich. So, dann fahren wir mal mit den 3 Millionen los. Der Zug braucht auf jeden Fall ein bisschen zu beschleunigen. Okay. Wo sind gar nicht so viel? Das sind vielleicht 300.000, was da jetzt drin sind. Müsste ungefähr 300.000 sein. Ja, sind 300.000, was wir da gerade mal drin haben. Aber es hat Ewigkeiten gedauert, um das zu befüllen. So. Hallo, wie geht's euch? So, dann verkaufen wir mal. Also irgendwie merke ich das jetzt schon, verkaufen geht schneller. Verkaufen geht schneller irgendwie. Minimal. So, der Preis geht jetzt schon nach unten. Och nö. Also der Preis ging deutlich nach unten. Und gut, da haben wir jetzt weniger bekommen. Aber wir haben 1 Million auf dem Konto. Jawohl. Sehr schön. Wir haben 1 Million auf dem Konto. Das freut mich zu sehen. So, jetzt fahren wir nochmal hin. Jetzt befüllen wir es mal mit der guten Sojabohnen. Da haben wir nicht ganz so viel, aber es wird trotzdem einiges Geld bringen. Vermute ich jetzt mal. Wir haben keine 300.000 drin, das weiß ich. Aber es wird trotzdem einiges an Geld bringen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Da werden wir
einiges noch bekommen. Also ich vermute mal 1,5 Millionen gehen wir raus. Ist so meine aktuelle Vermutung, aber das ist halt nur eine Vermutung. Das ist eine Schätzung. Mal schauen, mit wie viel wir dann wirklich rausgehen. So, einmal langsamer werden, aber das sollte er jetzt schaffen. So, zack, sehr schön. Und wo sind die Sojabohnen? Zack, die Sojabohnen, rein da. Herein mit den Sojabohnen. Sojabohnen, Sojabohnen, Soja, Soja, Sojabohnen. Haben wir doch schon einiges drin, aber wir brauchen noch ein bisschen. 42.000 haben wir drin. Ich finde schade, dass man den Zug nicht erweitern kann. Finde ich gerade aktuell sehr, sehr schade. Dass man den Zug hier an sich nicht erweitern kann. Ha, ha, ha. Au. Dass man den halt insgesamt nicht erweitern kann. Finde ich sehr, sehr schade. Muss ich ehrlich sagen. Aber es lohnt sich nicht. Das weiß ich jetzt auch. Es lohnt sich nicht. Den kompletten Zug. Weil wenn du abgekippt hast, geht der Preis direkt nach unten. Das ist ein Nachteil, den ich jetzt herausgefunden habe, was wir demnächst wissen für demnächst. Und den müssen wir dann auch mal, ja. Weil ich fahre jetzt auch mit den 120.000 los, dann haben wir noch 30.000 im Lager. Und dann sollte das nicht ganz so schlimm sein. Der Preisverlust. Wenn der Preis jetzt eh nach unten stürmt, 2700 ist ein Top-Preis dafür. Finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen schlagen wir da einfach mal zu bei dem Preis. Hier habe ich auch irgendwann noch ein bisschen was zum Befüllen, wenn es da hinten nicht mehr ausreicht. So. Schauen wir mal, wie viel wir rausgehen. Ich glaube, mit 1,5 werden es nicht ganz, ist so meine aktuelle Vermutung. Schauen wir mal, wie viel es werden. So, jetzt langsam mal werden. Und stopp. Siehst du gar nicht, wie es ausgekippt wird. Aber ich sehe, wie das Geld nach oben geht. So, wir haben jetzt 300.000 dadurch bekommen. Und der Preis ging einfach mal zack, easy nach unten. Auf 200 Euro ist er nach unten gesunken. Nicht schlecht. Aber wir haben jetzt 1,3 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist schön zu sehen. 1,3 Millionen Euro. Hey, wir könnten uns ein Windrad kaufen. Warte mal, Windrad. Wäre auch interessant noch sich anzuschaffen. Windrad. Das sind 1200 Euro pro Stunde. Mal ganz kurz nachrechnen. Wie viel das am Tag wären. Würde mich jetzt interessieren, wie viel das am Tag wären. So, nehmen wir die 1200 Euro mal 24, wären am Tag 28.000. Das Windrad kostet 1,2 Millionen durch 28.000. Braucht man 42 Tage, bis man es raus hat. Dann hast du wieder 1,2 Millionen eingenommen. Wäre auf jeden Fall interessant. Demnächst mal. Aber aktuell noch nicht. Wäre auf jeden Fall eine. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bin ich ehrlich, müssen wir mal schauen, ob wir das eventuell demnächst mal machen wollen.
Windrad, aber aktuell steht noch ein bisschen was anderes an. Wir sind jetzt in Folge 96, nee, 97 sogar schon. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und nicht vergessen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.